haben Sie nichts zu tun, Herr Voss? Nein, Herr Weingärtner, nicht das Geringste. Und Sie, Herr Flipp? Ich helfe Herrn Voss. Sie werden sich überarbeiten, Ihre Gesundheit schädigen. Das kann ich nicht verantworten. Das Radeln scheinen Sie nicht zu bekommen. Bewegen Sie sich in Zukunft durch einen Explosionsmotor vorwärts. Aber nicht bei mir. Schluss, entlassen, raus. Aber Sie können nicht ohne Ihren Expressradler sein. Doch, dafür habe ich mir das Telefon angeschafft. Kommen Sie zur Neumond. Raus! Raus. Haben Sie schon mit der Börse telefoniert? Jawohl, flau und lustlos. Mhm. Und Kupferwerte? Noch flauer, noch deprimierender. Es sinkt ja alles. Mhm. Telefonieren Sie trotzdem. Bitte. Was ist denn das? Stellen Sie das ab! Ich bitte mir aus, dass hier gearbeitet wird. Verehrung. Womit kann ich zu Diensten sein? Ich möchte Herrn Van Gelder sprechen. Oh, darf ich bin näher zu treten? Nein, Fräulein. Gestatten Sie, dass ich Ihnen einen Stuhl anbiete. Danke. Es schickt Sie gewiss der Herr Papa? Nein, ich komme in eigener Angelegenheit. Morgen werde ich mündig. Mündig? Ja. Nein, wie prachtvoll. Hm? Da könnten wir doch in eine Konditorei zusammengehen. Aber Herr Voss. Um Vergebung, ich vergaß mich. Bitte melden Sie mich jetzt, Herrn Van Gelder. Wollen Sie bitte näher treten? Ja. Ich eile. Oh, Sie haben einen Phonographen? Ja. Morgen kaufe ich mir auch einen. Ach, da könnte ich Ihnen sicherlich mit Rat und Tat gut zur Seite stehen. Ich weiß nur nicht genau... Wollen Sie bitte lauschen? Ja. Reich mir die Hand, mein Liebe. Komm auf mein Schloss. Von einer Klangschönheit prachtvoll. Herrlich, ich muss so einen Apparat haben. Ach, dürfte ich Sie nicht beim Einkauf begleiten? Vielleicht könnten wir dann in eine Konditorei gehen. Aber Herr Voss. Ich vergaß mich schon wieder, um Vergebung. Also nun kommen Sie. Bitte sehr. Verzeihen Sie noch einen Augenblick. Ende! Also, das da setzt sich nie durch. Peter Voss ist verrückt geworden. Das Mädel hat über 1 Million eigenes Vermögen. Ich führe nämlich das Konto. Genau 1.000.000 auch 70. Und da glaubt er, was mit Poussieren erreichen zu können? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie wollen das Geld abheben. Jawohl, das will ich. Natürlich, ganz wie Sie wünschen, gnädiges Fräulein. Aber ich verstehe das doch nicht ganz bei den alten geschäftlichen Beziehungen zu Ihrem Herrn Vater. Aber das ist ja gerade der Grund. Wenn mein Geld hier stehen bleibt, wird mir Papa immer hineinreden. Ich will aber selbstständig sein. Ich bin ein modernes Mädchen. Ich habe selbstverständlich Ihre Wünsche zu respektieren. Und wann gedenken Sie, über 1 Million zu disponieren? Morgen, Herr Van Gelder. Morgen werde ich mündig. Und bares Geld. Ich möchte einmal richtig sehen, wie viel Geld das so ist. 1 Million. In bar, bitte. Sehr modern. Ich werde Ihnen das Geld persönlich bringen. Dann könnten wir es zusammen zählen. Ja. Es dauert stundenlang. Fein.
Vielleicht könnte es mir Herr Voss wirklich bringen. Ja, vielleicht. Also, auf morgen, wenn ich bitten darf. Guten Tag. Und was wird nun mit dem Phonographen? Wollen wir den nicht wirklich heute Abend besorgen? Dann könnte ihm doch morgen schon ein Geburtstagsstündchen spielen. Gut, rufen Sie mich an. Ja. Herr Voss, ich rufe Sie an. Augenblick. Ich rufe Sie bestimmt an. Herr Voss, geben Sie mir gleich die Verkaufsorders, damit wir morgen das Geld flüssig haben. Eine Panne? Alles beste Ordnung. Kurbeln Sie an. Jawohl. Können Sie nun morgen zahlen oder können Sie nicht zahlen, Herr Van Gelder? Ich kann nicht zahlen. Ich habe alles in Kupferpapieren angelegt. Bei den niedrigen Kursen bekomme ich die Millionen nicht zur Hälfte zusammen. Ich bin fertig. Was? Sie haben mein Geld verspekuliert? Ihr Geld? Ja, natürlich. Frau Petersens Geld ist mein Geld. Wieso? Ich habe mich entschlossen, die Dame zu heiraten. Ach, das können Sie machen, wie Sie wollen, aber mit mir ist es aus. Vollkommen aus? Ja. Wenn Sie nun alle Hilfsmittel mobilisieren. Ich habe keine mehr. Meine Kupferpapiere bekomme ich keinen Kredit. Ich werde morgen Konkurs anmelden. Das dürfen Sie nicht. Da werden Sie ja zum Betrüger. Ich habe spekuliert, aber ich bin kein Betrüger. Nicht nach dem Buchstaben des Gesetzes, aber in der Praxis. Was wird das Ende sein? Ein paar kleine Leute werden ihre letzten Spargroschen verlieren. Also Konkurs dürfen Sie nicht anmelden. Aber der alte Petersen wird doch keinen Aufschub geben. Seine Tochter, die mit einer Million spielen will, ebenso wenig. Die Kupferpapiere werden morgen auch nicht steigen. Vielleicht in ein paar Monaten. Ein paar Monate? Ja. Das ist ja alles Unsinn. Es bleibt nur der Konkurs. Es gibt keinen anderen Ausweg. Ja, weil Ihnen kein anderer einfällt. Bei Ihnen vielleicht? Wenn Sie einen wissen, dann sagen Sie mir. Spannen Sie mich die Klinge auf die Folter. Was sehen Sie hier? Wo? Hier. In den leeren Fächern? Ja. Nichts. Ich sehe absolut nichts. Das liegt an Ihrer mangelnden Fantasie. Ich sage Ihnen, dass ich hier in diesen leeren Fächern fein säuberlich übereinander geschichtet 1000 Stück tausender Banknoten sehe. Eine bare Million. Es ist unanständig von Ihnen, jetzt mit mir noch wittern. Ich habe Sie immer für einen anständigen Menschen gehalten. Sogar für meinen Freund. Ich bin doch auch Ihr Freund, deshalb will ich Ihnen ja aus der Klemme helfen. Vielleicht sind Sie so liebenswürdig und stellen sich wenigstens vor, dass Sie hier eine bare Million sehen. Bitte, ich stelle mir vor, ich sehe da eine bare Million. Bravo. Diese Million werde ich Ihnen heute Nacht stehlen. Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich werde heute Nacht diese Million stehlen. Und Sie werden morgen früh schwitzend und polternd zum dicken Petersen rennen, um ihm stotternd meine Unterschlagung zu erzählen. Ja, aber er wird es mir nicht glauben. Er wird es glauben müssen, wenn Sie mir den ausgekochteten Privatdetektiv auf die Hacken setzen, zum Beispiel Bobby Dodd. Na, unter Bobby Dodd mache ich es überhaupt nicht. Und wenn der mich eher erwischt, bevor Ihre Kupferaktien wieder gestiegen sind, will ich nicht mehr Peter Voss heißen. Bevor die Kupferaktien gestiegen sind? Und das wollen Sie wirklich für mich tun? Das will ich für Sie tun, denn als ich damals vollkommen fertig war, gaben Sie mir eine Chance und dafür werde ich mich jetzt revanchieren. Das ist anständig von Ihnen. Aber wenn es doch